So, liebe Zuschauer, damit herzlich willkommen zur 60. Folge von Paper Mario für das N64. Oh mein Gott, endlich geht's weiter. Ich bin heute wieder hier in den Toad Town, I guess. Und im letzten Part haben wir, soweit ich mich erinnern kann, übrigens auch letztendlich ein Spiel, was ich mit dem Gamecube-Controller zocken kann. Oh, geil, einfach nur so, weil... Denn dann muss ich nicht immer den Xbox-Controller benutzen. Ich finde den Game-Controller einfach schöner. Und ja, im letzten Part haben wir, glaube ich, den letzten Samen abgegeben. Samen. Um hier bei der komischen Samentante hier. Ne, wo war das? Ah, ne, oben ist das. Das Tor zu öffnen und I guess ganz hart mal, dass da das nächste Kapitel auf uns stoßen wird. Wir gehen einfach mal drauf zu und gucken einfach mal, what happened. What happened? Was? Wo kommt die creepy Musik her? Die Blütenfelder sind wegen Bowsers Horn völlig verzweifelt. Bitte, das geht der Gede. Oh mein Gott, scheiße, Leute, jetzt geht's los. Oh, cool. Leute, jetzt müssten wir einfach nur dahinter stehen. Oh, Special. Kapitel 6, okay, nicht 7. Tränen auf Blütenblättern. Und der Boss sieht einfach mal aus wie eine Wolke. Das ist die fucking Wolke aus Kirby's Dreamland, Mann. Holy shit. Soll ich vorher sagen, ist das Spiel gerade gefreezt? Sieh mal an, wer magst du wohl sein? Wer spricht mit mir? Der Deku-Baum! Holy fuck! Ho, ho, ho! Hier oben, mein Sohn. Ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern, dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Dem Ort für alle Junkies und Kiffer. Du musst Mario sein. Ich habe schon viel über dich gehört, Sohn. Oh, Deku-Baum, ich bin dein Vater. What the fuck? Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Sehr nobel. Wenn das wahr ist, dann muss das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei der Suche jedoch behilflich sein, jedoch bin ich leider festgewachsen. Kann ich das nicht. Es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Eine Kreatur namens Schnaufula. Eine Kreatur namens Schnaufula und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Vor nicht ganz allzu langer Zeit. Woran erinnert mich das? Sie warfen graue Wolken an unseren sonnigen... Ich wusste gar nicht, dass man Wolken werfen kann. Jetzt ist man so... Ich bewerf dich so lange mit Wolken, bis du blutest. John, da gibt es so einen Witz mit Wattebäuschen. Ich wollte das gerade mal ausprobieren. An unserem sonnigen Himmel. Seitdem ist es hier dunkel und scheiße. Die Sonne macht sich nicht mehr die Mühe, sich in den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verrecken. Hinter irgendwelchen Hecken. Oh, da fällt mir ein. Man sagt, dass Schnaufula jemanden gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Hey, geil, Mann. Oh, das hast du also vor, den bösen Schnaufula zu besiegen? Das schnauft echt hart, ne? Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufula verbirgt sich hinter den Wolken, in einem Gebiet, das wir Nebelfahrt nennen. Kein Weg führt da hinauf. Nun, wenn du aber eine Zauberbohne... What the fuck? Jindu Jun? Son Goku? Zauberbohne? Nee, die hießen anders. Hießen die Wunderbohne? Ich weiß nicht mehr. Könntest du sie bis in den Himmel wachsen lassen? Ich denke, die heilt ein. Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die eine Zauberbohne hat. Irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Petunia. Was? Warum? Bohnen wachsen nicht an Petunien. Das ist halt einfach so, eine Petunie ist eine Blume. Du findest sie östlich von hier. Es würde dich schaden, ihr einen Besuch abzustatten und sie danach zu fragen. Ja gut, den Osten ist immer gut. Na, da wohne ich ja. Auch die anderen Blumen und Pokémon können auch brauchbare Informationen verfügen. Sprich einfach mit jedem. Aber mit Pokémon kann man noch nicht sprechen. Ich meine, ich denke, ich habe doch ein Pokémon Google, da muss ich Pokébälle für... Oh, das ist ja hübsch. Oh, das ist ja voll beautiful. Ah, guck mal hier. Ist ja voll cool. Was bist du denn zum... Du siehst ja hässlich aus. Mit dir kann ich reden, du kämpfst doch bestimmt gegen mich. Voll die bekiffte Mucke hier. Boah, ich verstand mal. Ich hab das Wetter satt, ey. Die Blütenfelder sind immer von Wolken bedeckt, Mann. Ich will doch mal mein Ding, mein Johnny durchziehen und mich dann mich mit meiner Rastermütze in die Hängematte hauen, ey. Mit meinen geilen Rasterlocken, weißt Bescheid, Mann. Vorher war alles ganz anders, aber der komische Typ, der immer Regen macht, ist dran schuld. Ich glaube, der heißt Gott. Ohne das Licht der Sonne, ey, kann mein Wied nicht lang wachsen, Mann.
Jeden hier verlässt langsam die Hoffnung und sie beginnen zu verblühen. Ich würde Zeit, mich zu ritzen. Hey, da wirst du mal Emo und kein Junkie mehr. Ich bin schon wieder voll sozialkritisch und mach bestimmt mich wieder voll beliebt, aber ist mir egal. Die Sonne kann nicht scheinen, weil dicke Wolken den Himmel ver... Hast du mich dick genannt? Oder wie Mad Mario sagen würde, du glaubst, ich bin fett? Wir Knospis können überall leben, solange es nur Sonnenlicht gibt, aber jetzt gibt's keines mehr. Ich sag nicht, dass ein paar Wolken so dermaßen schlimm wären. Ist ja okay. Aber ein paar Lücken in der Wolkendecke wären schon sexy. Ich hasse diese dummen Wolken. Ich will nach Alabastia zurück. Ja, scheiße als Pokémon, ne? Ihr habt einfach das fucking Franchise gewechselt, ihr elenden Verräter. Was ist eigentlich das hier? Kann man das... Ist das something special? Muss ich da twisten? Wie konnte ich... Ah ja, hier twisten. Twisten, Mann. Twisten. Eckery, Mann. Ich kann mich schon mal nicht ranhängen. Okay, schade. Kann ich hier durchlaufen? Ah, cool. Kann ich dahinter laufen? Ist das worthy irgendwie? Nee, da kann ich nicht hinterher. So, jetzt natürlich die Frage hier irgendwie... Achso, nee, warte mal. Ich hätte, glaube ich, Alarm geschlagen, ne? Wie? Ah ja, mit AA. Ja, Steuerung ausprobieren, das ist ja furchtbar. Ja, gehen wir einfach mal in den Osten. Mir juckt die Nase. Eine Sekunde. Du siehst aus wie ein Gegner. Have a bad feeling about this shit, man. Da kommt so ein Junkie. Gib mir meinen Weed, man. Gumbario ist schon da. Ja, jetzt kann man natürlich erstmal scannen. Okay, links ist Schalten. Schalten oder Halten, ne? Wie man in Zelda mal so macht. So, Zeit für einen Scan. Suseldusel. Alter, fucking Dummsusel. Ein Summdusel. Hier bitte Dummieselbild einfügen. Ja, das ist ein Dummiesel. Dummiesel 10, 2, was? Das halte ich für ein Gerücht. Aber nachdem sie dich angegriffen haben, wirst du anderer Meinung sein. Maximale KB 8, Angriffskraft 4. Was? 4? Als Angriff tragen sie ein Lied vor. Pomelov. Was ist hier los? Heute nur Pokémon, Mann. Wenn ich die Melodie erfasst willst. Oh, holy shit, nein. Wenn ihre KP niedrig sind, versuchen sie zu entkommen. Besiege sie schnell, damit sie dir nicht entwischen. Das ist ja mal Gangster, denn sollte ich wohl alsbald möglich den Ultra-Jump rausholen. Macht ein Power-Jump 8 Damage, I guess, it doesn't do. Trifft einen Gegner so oft, dass Action-Kommando kommt. Gut, wir bashen raus, ist mir scheißegal. Boots, hoppa, Boots, hoppa, Boots, hoppa, Boots und down. So, tschüss Pummeluff. Pummeluff, Dummsiesel. Ja, Glück, plus ein HP, cool. Oh mein Gott. Pummeluff, Pummeluff. How the shit I could do? I don't even know, man. What the fuck? Einfach nur so. Ich drück die ganze Zeit. Passiert das? Irgendwie somehow? Something working? No, it doesn't. Das ist mal Gangster. Trap! Putz! Ey, was? Ich hab verkackt? Nein, warum? Oh well, shit. Oh ja, okay, it works. It works, man. It's okay. Ich hab die letzten Tage viel zu viel Englisch gesprochen. Man merkt, es hat sein gewonnen, einen gewissen Einfluss. Kerrigold streicht Zeit, Leute. Und ich sag's euch, das ist so ein Teil, der harte Shit. Oh, Herzen. Oh, HP, geil. Ja, nicht. Ich hab Rocket League gespielt. Oh. Oh, gegnerischer Scheißangriff, fuck. Was bist du denn? Oh, Bibor. Was ist hier los? Hilfe. Gumbario, hilf mir, Mann. Toskitekre. Brzl. Was ist das für ein Name? Boots. Okay, am Boden? Oh, die halten ja gar nichts aus. Oh, fuck this shit. Okay, gut. Oh, ich darf nicht so viel. Was ist denn jetzt los? Ah ja, unsere Arme sprudelt wieder. Oh, mehr Attack Boost? Oh, geil. Mehr Attack Boost, Mann. Geil. Schwanz! Drills down. Geil! XP und Glück plus 1! Geil, Mann! Very much! Badum-badum. Was war das denn gerade? Ein fucking Biber im Baum, Alter! Oh, noch ein Biber! Oh, was ist das denn? Stinkwurz! Dieses Kraut stinkt wie die Hölle! Stellt 5 PP wieder her! Hm, stinkt, lass mal essen! Oh, schmeckt gut! Nenn mich an Schokokikinosoma. Voll so, ihr stinkt voll hässlich, aber schmeckt voll gut! Ich denke mir so, macht gar keinen Sinn, weil es sind nicht die Geschmacksnerven abhängig davon, dem, was man riecht. Wenn es scheiße riecht, schmeckt es auch scheiße.
Ist aber egal, weil ich inhaliere kurz einen Pilz. Ach nee, fuck. Jetzt. Ja, gut, dann. Dann werfe ich es nochmal kurz weg. Und drück mal hier, was ist ein C-Button? Links? Was war denn das? Hier, Pilz. Geil, Pilz, Mann. So, jetzt. Gummel. So. Kann ich mich hier eigentlich irgendwo heilen? Das wäre echt mal ganz praktisch. Leute, ihr merkt schon, wie wir hart... Ach, guck mal, da oben jetzt wohin. Da oben links geht's ja auch noch wohin. Geht's hier noch weit? Ah, guck mal, hier auch. Und der, mit dem rede ich nicht. Und hier unten geht's... Hier ist ja überall was los. 6 Wege, Leute. Gibt's irgendwo Heilung? That would be very sexy. Ach, mit dem Blümchen finde ich aber schön. Ja, ich habe in Rocket League 1-gegen-1 gespielt und ein Gamer-Girl getroffen, die aus Schweden kommt. Ja, ich meine, die ist Miau. Ich meine, die konnte bloß ein Gamer-Girl sein. Und die editete mich dann und seitdem quatscht die irgendwie mit mir immer auf Englisch, weil ich kann nicht so gut Schwedisch. Ihr wisst ja, ich habe ja schwedische Familie. Ein Teil meiner deutschen Familie ist ja nach Schweden aufgeflogen. Und nee, das vernehmt, das sieht sehr uncool aus. Da sind Stacheln, Leute. Ich bin nicht voll. Nee, einfach nur nö. Tschüss. Ich gehe jetzt. Geh nach Hause. Und deswegen dachte ich mir so, ja gut, sie kann kein Deutsch, ich kann Schwedisch. Englisch verbindet jeden. Englisch, Leute, merkt's euch, lernt Englisch. Englisch ist important und cool. Du kannst so viel Information kriegen, die du in Deutsch nie kriegen würdest, weil einfach... In Englisch gibt es für alles mehr Antworten als für in Deutsch. Das heißt, wann immer du was suchst, bist du in Englisch erfolgreicher. Das fällt einem im Leben halt immer noch auf. Egal, wir gehen jetzt auch mal hier weiter. Ich soll ja in den Osten. Ach lol, nein. Ah, leck mich doch. Du blödes Scheißvieh. Was ist falsch bei dir? Da gibt es einen Erstangriff. Alter, der war ja heftig. What? Why so strong? Oh, too strong. Gronk, too strong. Okay, gut, dann Gumbario, verteil mal Kopfnüsse. Boots, erstmal fetten Lag. Und da ist die Peniswurst. So, jetzt. Mach ich's wieder? I guess not. Ich muss ja blocken lernen, ne? Bang! Ey, wow, das war scheiße. Okay. Er kommt an und singt. Ich muss mal gucken, wie viele Noten sind denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. 13 Noten. Okay. Ich drück mal irgendwann einfach bei der 13. Note und guck, was bringt. Würde ich gerne austesten. Bräuchte ich aber irgendwas, wo ich mich in der Nähe aufladen kann. Dann könnte ich nämlich gucken, wie man das... Alter, was ist los? Ich muss früher drücken. Was ist ein Party? Boots, ja genau. So geht das. Ich würde übrigens extremst gerne das neue Paper Mario spielen, weil ich denke so, ja geil, mein neues Paper Mario. Sieht echt lustig aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, das Color Splash. Mal 40 Euro. Das ist zwar noch eigentlich echt günstig, wenn man mal so vergleicht, ne? Gibt ja viel teureren Scheiß und. Oh. Okay, gut. Ich hab's noch einmal dabei. Ne, links war's, genau. Wir konsumieren einmal. Wir haben ja eh neues und dann. Gleich ein neues. Und. Ja. Oh! Alter! Komm, wie so Stachel, so voll so. Bzzz, tot. Angedüst. So, Mario, Gumba, ich würde gerne einen scannen, ne? Scan mal, komm, ein kriegt er tot. Brissel. Das ist ein Brissel. Brissel sind monströse Bienen. Die sehen gar nicht so monströs aus, muss ich ehrlich sagen. Maximal, du 3, oh, 6 Angriffe. What? Wenn sie dich stechen, kann es passieren, dass du vergiftet. Oh, auch noch? Oh, ne. Manchmal rufen sie auch einen Schwarm kleiner Bienen dabei, um dich in Formationen anzugreifen. Ach du Scheiße. Sei doch vorsichtig, manchmal kann dich so ein Stich auch schrumpfen lassen. Was? Sie haben nicht viele KP, also schalte sie so schnell wie möglich aus. Okay, gut, ja, dann ist natürlich kacke, dass ich jetzt gerade gescannt habe, aber... Ja, woher soll ich das wissen? Ich muss Gegner scannen, ansonsten ist halt doof. So, erstmal die erste ausschalten und dann jetzt gleich blocken, dann sollte mir nicht so viel passieren. Alter! Das ist echt heftig! Wenn man nicht weiß, wenn die Gegner angreifen, ja, hier reicht ja ein einzelner Angriff oder so. Ja, aber wir sind ja auch bald wieder voll, guck mal. Jetzt noch 7 XP, nee, 87, dann fehlt nicht mehr viel. Dann sind wir gut dabei. Man gibt doch gar Herzchen, ah, very good. Ist hier auch wieder eine Biene drin? Nee, hier ist keine Biene. Ist hier eine Biene drin? Nee. Aber hier ist wieder so ein scheiß Dummiesel! Oh. Das war ein Angriff von hinten. Na leider, aber der voll schlecht ist mir aber wurscht. Hier sind echt heftige Gegner. Ich hätte gerne mehr Defense. Kannst nicht leugnen. Boots. Okay, der ist aber schon mal down.
Der macht viel, viel Schaden. So, 13 Noten. I guess it's time to ja, einfach change that shit. Learn to dodge, get gut, wie man so schön sagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha! Leck mich! Pomelov, Pomelov. Nein, das war zu früh. Okay, oh Gott. Kurz nach dem, Leute, kurz danach, kurz nach der 13. Note muss der Block kommen. Ansonsten kriegt man still full damage. Aber ich bin immer noch nicht eingeschläfert worden. Das begrüße ich auf eine gewisse Art und Weise. Und werde nochmal ein bisschen Quicktime-Events mastering hier. Und dann sollte der eine auch gleich down sein. Ah, und er ist auch down. Und wir kriegen 6 XP. Geiler Shit. Noch mehr, was ist denn los hier mit dem Sirup, Alter? Ist ja heftig. Aber ich lasse es mal liegen, weil ich brauch's nicht. Ich bin voll bis oben hin. Die Mucke ist voll geil. Macht mir aber Angst, ich esse einen Pilz. Was ist denn hier für eine fette Mucke, Alter? Lol. Remaster Enemies. Hä? Ach, guck mal hier. Na komm schon. Komm, tauch mal hier links auf. Hä, was? Ach komm. Hä, was soll ich da machen? Hä, die ich bin immer schnell genug irgendwie gefühlt, aber... Was ist los, Mann? Leihst du mir für eine Sekunde dein Ohr, dann höre meine traurige Geschichte. Seit die Sonne fort ist, lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ah, die Mucke ist voll episch. Dum, 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 dum. Ein bisschen Ace Attorney, Alter. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Ja, Sonne bringt auch Endorphine, ne? Und jetzt graben sie auch noch diese Maulwurf in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln. Oh, weh mir. Meine einzigartige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr, Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diesen Monty-Maulwurf für mich vertreiben? Ja, Logo, Mann. Falls Sie sich fragen, welchen Monty-Maulwurf ich meine, spreche ich über diesen Kerl. Und den da. Den Tippen da. Und dennoch diesen Störenfried. Und jene garstige Kreatur. Der Kerl ist, ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Lol. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich, meine Samen und ich rechnen fest mit Ihrer Hilfe. I don't care about Samen, Mann. Denn Mann. Ha! Okay, ging wohl erst nach dem Ansprechen, dass man da mal ein Event triggert. So sieht zwar natürlich jetzt erstmal aus wie ein gewöhnlicher Maulwurf, aber ich glaube, ich kann eh nicht beide in einer Runde töten. Das wird wohl unmöglich sein, aber ich erkenne schon, dass die mehr als 9 HP haben. Das ist schon pretty much, muss man mal sagen. Ich verteile erstmal eine Kopfnuss und denke mir so, erstmal nichts Böses dabei. Wird ja wohl reichen. Jawolski. Easy. So, erstmal easy geblockt. Gibt auch keinen Damage. Und jetzt gibt's einen Scan, oder? Ja. Gucken wir mal. Das ist ein Monty-Maulwurf. Du erinnerst dich doch daran, dass wir sie schon mal im Klippenberg gesehen haben. Maximale KP 12, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie sind bösartige Felsenschmeißer, die Pisser. Sehen zwar nicht sehr einschüchtern aus, aber eigentlich sind sie nicht so stark. Achso, sehen zwar einschüchtern, okay. Naja, ein Maulwurf halt, ne? Das ist so ein typisches Dick da, ne? Das ist jetzt nichts, dem ich hinterher weine. Aber ich muss sagen, 12 KP ist schon eine Ansage. Das heißt, ich schaffe nicht einen pro Runde, kann das sein? Can it be? Aber wir können halt blocken ohne Probleme und
I really don't care. Weil Gumbario macht ja nur 4 Schaden. Das, wir gemeinsam schaffen halt nur 10. Ja, aber 12. Das ist schlecht. Aber wie gesagt, solange wir die nur auf 0 Damage runtergeblockt kriegen, ist mir das eigentlich relativ egal. Könnte man einen anderen Partner ausgewählt haben, aber im neuen Gebiet mache ich das eigentlich eher ungerne. Zum Beispiel wäre da wieder mal eine Idee, mal wieder mal Boo mitzunehmen. Unser Links-Button-Smasher, ihr kennt sicher unsere Boo noch alle. Und wir bashen einfach mal den nächsten Schnuffdi-Kumpel hier. Und gleich 4 Stück. What? Okay. Das ist meine Kampfansage. Jetzt Erdbeben, ne? Jetzt. Oh, Fächer-Lady. Greift einen Gegner mit dem Fächer an. Okay. Spuk. Na gut. Wir verteilen mal unsere Ohrfeige. Mal gucken, wie gut das mit dem Gamecube-Controller geht. Ich probiere es jetzt gleich mal aus. Oh, der richtig schöne Gamecube-Controller, der läuft. Ah, Butz. Bitch slaps in your face. Das mag ich sehr. Du, Butz, Butz knackst das Gesicht. Du. Der Typ ist tot. Schmeiß doch deinen Stein. I block them all. Gotta block them all, Pokémon. Was ist heute los, Mann? Pokémon-Maulwürfe. Fucking dick das. Und mach einen Steinwurf. Kann dick der Steinwurf lernen? Bestimmt irgendwie. Also Steinhagel kann ich mir vor. Also per TM so. Weißt du, hier. Ja, Genki-Controller for the wins. Und das, dank Boo, ist genug Damage da für ein sattes One-Round-KO für einen Maulwurf pro Runde. Immerhin gibt immer 2 Erfahrungspunkte. Wir kriegen gleich unser geiles Level-Up. Ja, und Glück. Sexy. Kann man uns gleich heilen, wenn der Gegner mal gar keinen Damage macht oder ich mal ein Quick-Time-Event verkacken sollte. Was gerade allerdings meisterlich funktioniert. Ach, ich muss sagen, der neue Dolphin, die neue Stable-Version 5.0, die läuft wirklich flüssig. Respekt. Ich meine, es ist ein Virtual-Console-Game. Und wir wissen, Paper Mario hat in der Emulation schon immer immens Probleme verursacht. Und auch hier im Let's Play gab es schon diverse Konsequenzen, wenn man den Dual-Core aktiviert. Das heißt Absturz. Ihr erinnert euch bestimmt den Endkampf in der Lava. Den durfte ich gleich doppelt machen. Einfach, because Game mag mich nicht. Ja, einfach so. So, ich darf übrigens mal anmerken, kann es sein, dass wir für die 3 Erfahrungspunkte pro Kill kriegen? That's surprising viel. Weil, naja, die können nichts. Nicht so richtig. Eine Ohrfeige, ja, ja, gib's aufs Maul. Butz, 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 Bitchlap. Oh, 12 Points. Level up, dalla, dalli, du. Deine OP haben bereits den Höchstwert erreicht. Das heißt, mein Ordenpunkte, Blumenpunkte oder KP-Song geht nicht mehr. Scheiße! Dalla, dalli, da. Was nehme ich denn jetzt? Ein bisschen Mana oder noch mehr geiles Life? Ich weiß es nicht. Da wird. Egal. Ich mach schwer nur Scheiße heute. Aber ich glaube, ich nehme ein bisschen HP. Geil und so. Dancen! Dancen, 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 dancen. Irgendwie erinnert mich das voll an Ace Attorney und ich habe die Spiele nie gespielt. Muss ich hier nicht nachholen. Das wäre doch mal ein Livestream-Projekt. Ace Attorney Games. Boah, das wäre geil. Boah, so ein Ace Attorney Game als Projekt. Boah, da hätte ich voll Bock drauf. Hab die nie gespielt, die Games, aber ich muss endlich mal. So, aber erstmal hier. Oh, was ist das? Rubinbeere. Geil, gibt Geld in Zelda. Eine Beere aus Blütenfeldern stellt 5 KP her. Cool. Can I use that? Kann ich irgendwas ablegen? Warum, wo gibt es mal eine Taschenerweiterung für Paper Mario, Mann? Egal. So, ja. Wurde weggeworfen, ist doch Gangster, Mann. Ich esse die auf, Hauptsache. Ich hab irgendwie noch Platz. Ich glaube, ich war sowieso voll, kann das sein. Ich habe ja Level abbekommen gerade erst. Ha! Hör mal, du Stinky! Dich nehme ich mir vor. Geil. Und nochmal 2 Points. Wie die über Nacht, finde ich geil. So richtig Ego-Manen-Lady. Dudli-dudli-du. Ey. Waschen. Pack das shit am out. Hier. Putz. Schlag in den Nacken. Da, oh, ein Einzelner. War Surprise. Guck mal, du, da kannst gar nichts. Absolut gar nichts.
Jetzt gibt's Disrespect. Guck mal hier. Für dich gibt's nur 4 Slaps, Kollege. Und immer noch 2 Punkte. Geil. Ey, kann man immer noch ganz gut leveln. Find ich ja nice. Habt ihr noch mehr Maulwürfe? Die können nix. Boots. Epic Lag. Also diese Lag Spikes gibt's immer noch. Das ist immer noch nicht irgendwie weg. Schade. Hätt's mehr gewünscht. Ja, wär ganz geil. Hey, Glück. Geil. Das dieses gelegentlich Selbstheilen ist echt geil. Boots, Boots, Boots. Triple Slap. Ja, schmeiß doch. Und Kollege, genauso. Ja, schmeiß doch. Ist mir Wumpe. Guck mal her, ihr habt lecker Hüpferchen. Boots. So, und jetzt noch Disrespect Bitch Slaps. Richtig schön Salz verteilen einfach. Guck mal hier. In der Gamerschaft einfach so einen Spike auspacken, ne? Und schon ist alles ist stinksauer auf dich. Boots! Tobi wollte schon keinen Smash mehr mit mir spielen, wenn ich ihn gespiked habe. Also echt demoralisierend, muss man einfach mal sagen. Und eigentlich ist es ja irgendwie, ich finde, es ist voll ineffektiv in Games, die man mit anderen spielt. Wenn es jetzt gerade Freunde, vor allen Dingen, also eigentlich nur, wenn es Freunde sind, ist es echt unpraktisch, ein Arschloch zu sein, weil die spielen doch nie wieder mit dir. Und dann bist du so, hehe, bei Fire King, hab dich geteabagged, Mann. Voll krass. Ich spiele doch nie wieder mit dir. Weil man zieht man sich doch seine eigene Gamerschaft weg. Boah, was gibt's denn jetzt für einen Boost? Zauber wird die Anzahl gewonnen. Wow. Oh, wow, oh, 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 oh. Oh, wow, oh, I'm so surprised. Oh, wow, oh, oh. Oh, game too strong. So, Herr Blümchen, ich hab dich gerettet. Sie grinst wieder. Oh, schön, ich hab Samen gerettet. Ja, gut, Leute, das war's für heute mit der Samenrettung. Ich, schön an der Stelle. Und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zuschauen für Folge 60. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein. In einem Monat wahrscheinlich. Nee, Spaß. Ich werde jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen. Und ja, bis dann wieder. Macht's gut, Holland, Tschüssikowski und ciao.